2019 wird auch interessant, weil wir jetzt mit Orchester auf Tour gehen Ende Oktober. Wir spielen ja auch hier in der Stadt zum ersten Mal. Alex, du hast heute ordentlich die Stimmung angeheizt beim Neujahrsempfang. Erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Nach der Show ist man ein bisschen locker, vor der Show ist man ein bisschen angespannt. Vor allen Dingen in der Heimat, Neujahrsempfang. Wir haben uns ja einiges vorgenommen, ich war ja auch ein bisschen involviert. 3 Songs haben wir gemacht, haben ja quasi alles aufgefahren, was die Stadt so liefert. Und ich glaube, dass der Tag und der Abend uns gelungen ist. Wie kam es dazu? Das ist ja schon was Besonderes, mal so ein Neujahrsempfang doch mit so einer poppigen und coolen Musik von dir, ne? Ja, ich wurde gefragt. Ich hab ein gutes Herz. Ich habe auch übrigens keine Gage genommen heute, ne? Das versteht sich von selbst, denken die Leute vielleicht, ne? Ich habe das für die Stadt gemacht und ich hatte darauf Bock, auch mal was zurückzugeben. Und genau, es hat gut funktioniert. Schauen wir mal so ein bisschen auf den Jahreswechsel bei dir persönlich. Erstmal 2018 gut verdaut insgesamt, war doch ein super Jahr, oder? Ja, 2018 hat gut funktioniert. Geht immer mehr natürlich, aber wir haben, glaube ich, gut performt. Wir sind einen guten Schritt nach vorne gegangen. 2019 wird auch interessant, weil wir jetzt mit Orchester auf Tour gehen Ende Oktober. Wir spielen ja auch hier in der Stadt zum ersten Mal, am 4.10. Da bin ich auch stolz. Und am Ende geht es immer weiter. Ich schreibe wieder neue Lieder, immer in Bewegung. Genau. Was wünschst du dir persönlich für das Jahr? Ja, am Ende muss man ehrlich sein, ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Das ist jetzt gerade eben noch der Fall. Insofern, das ist entscheidend. Familie, Gesundheit wurde mir jetzt auch nochmal so die letzten Tage bewusst im Neues, im Wechsel. Ansonsten wünsche ich mir natürlich den einen Song, der alle Rechnungen verbrennt. Wünsche dir was für deine Heimatstadt Cottbus? Ja, wurde ja viel geredet heute, viele lange Reden. Ich glaube, es kurz gebracht brauchen wir einfach einen richtigen Plan. Ich weiß nicht, ob wir den haben, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen Arbeitsplätze, das ist das A und O. Ich bin ehrlich, ich glaube, es wird nicht einfach werden die nächsten Jahre. Da muss man ehrlich bleiben.